So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge My Test. Kürzen mache ich jetzt erstmal übrigens bei dabei nicht, sondern ich muss erstmal alles hier einfach hier unten rein. Bop, 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 bop. Können wir das später mal noch machen. Wir machen jetzt erstmal direkt loslegen hier mit den Rohrarbeiten. Achso, halt, war ich noch richtig hier. Und eine Tür können wir dann machen, wenn wir wieder hier sind, wegen, Oh, halt, stopp. Was ist hier los? Wo kommt der her? Hey, war das schon eine Zeit hier? Okay. Hätte man sich ja den Kopf stoßen können. Ja. Gut, das heißt, da brauchen wir natürlich neben unseren 800 Gleisen, die wir jetzt, also mehr als 800 Gleisen, die wir jetzt brauchen, bräuchten wir da natürlich auch mehr als 800 Pipes, ne? Das natürlich. Das Schöne ist sogar, wir könnten die Pipes sogar zweiseitig bauen. Das heißt, die drei Kisten, die wir haben, da die, wo ich jetzt Sachen reingeschmissen habe. Könnten wir es sogar so machen, dass unten, wo das Rohr ankommt, ne, da geht es ja quasi, also wenn man jetzt hier aus dem Tunnel kommt, geht das Rohr ja parallel zum Tunnel und dann geht das Rohr ja hoch, um dann da, ne, zu der Anlage zu gehen. Und da, wo es hoch geht, könnte man noch einen Abzweig machen, der geradeaus weitergeht und dann wieder so, dass er quasi von oben nur runter kann und die andere Richtung nur weg kann, also mit diesen Richtungstubes. Und dann könnte man jetzt so machen, dass wenn Sachen in die Pipe reingehen, gehen sie halt zur anderen Base. Und wenn aber Sachen aus der anderen Base kommen, dann gehen die in diese drei Kisten, wo ich gerade meine Sachen reingepackt habe. Dass man das quasi so als Empfangsstation macht. Also würde nämlich zum einen den Vorteil bieten, dass wenn die andere Seite, warum auch immer, nicht respawnen kann und die Items wieder zurückgeschickt werden, naja, dass sie dann halt nicht, naja, obwohl dann würde ja automatisch bei uns einsortiert werden, ne? Problem ist halt, wenn andere Sachen dabei mit reingeleitet werden in die Pipe, was durch Unfälle durchaus mal passieren kann, weil ich nicht so aufpasse mit den Sorting-Tubes und dann, hups, schon geschehen. Dann könnte das automatisch in die drei Kisten einfach alles reinkommen und na, dann kommt da halt alles rein und dann kann ich dann immer noch irgendwann mal sortieren. Wäre also vielleicht gar nicht so verkehrt die Idee. Gut, erstmal bauen wir hier. Und sobald wir denn die beiden Akkus hier wieder leer sind, können wir uns die Idee zu Hause mal etwas genauer angucken. Warum habe ich keine Gleise dabei? Meine, gut, ich habe hier noch ein paar. Aber waren es jetzt alle? Habe ich die hier reingepackt oder habe ich die so zu Hause in die Kiste geschmissen? Man weiß es nicht, man wird es nie erfahren. Wie bin ich hierher gekommen? Der Welt wir hätten wieder noch eine Brücke bauen dürfen. Sieht aber nicht aus, als wenn es hier nach draußen gehen würde. Naja.
Hauptsache, hier kommt kein Dungeon Master. Wobei der eh keine Blöcke kaputt machen können. Creepy. Komm, ich schaff das. Haha. Oh. Haha. So. Entschuldigung. What the actually fuck? So. Oh, schon wieder Wasser. Ich hasse langsam Wasser. Wo zum Fick bin ich jetzt schon wieder gelandet hier? Gut, wisst ihr was? Scheiß was mit irgendwelchen Abmessungen. Wir bauen jetzt alles einfach hier lang und dann geht's da hoch. Oder da hoch. Das ist jetzt eine schöne Anschlussstelle. Ja doch, das machen wir. Wobei wir dann da relativ tief rauskommen, ne? Oder wollen wir wirklich einfach drunter durch? Ich meine, von der Höhe her sollte es kein Problem sein. Ja doch, kommen wir uns einfach drunter durch. Ach, dieser Sand. Ich bin jetzt schon auf den Sack. Ich hab wieder Hunger. Gut, ich glaube, ich schütte den Satzschatten einfach kurz mal hier mit der Schippe weg. Gut, vielleicht geht's auch doch nicht so viel schneller, wie ich gedacht hatte. Aha. Easy. So schwer war es doch gar nicht. Wir müssen natürlich ewig dauern, hier eine Brücke reinzuziehen. Ja. Und hat schon fast die ganze Schippe aufgebraucht. Zum Glück hab ich mal wieder überhaupt nicht drauf geachtet. Ja, eins der greift sogar aus. Halt, hey, was ist hier los? Tada! So. Dann wollen wir mal auslöschen hier. Ja, so reicht aus. So, wie weit sind wir jetzt vorangekommen? Garantiert gar nicht. Immer noch 120.
Also deprimierend. Und Akku leer. Oh. Und so komme ich dein Gebiet. Holy motherfucking god of shit, boy. Warum diese? I don't das liken. So. Mhm. Da hat schon gerade eine Lücke geformt hier. Wäre ja schon fast vom Meter Aufstand gewesen hier. What? Ja, wir werden also noch, ja, viele Gleise bauen müssen, mindestens 200 Gleise müssen wir noch bauen. Das ist schon mal traurig. Ah, Gott sei Dank wird auch schon grün direkt, weil drüber natürlich direkt Wasser ist. So, bin mal gespannt, wie weit wir da noch entfernt sind. Ja. Sehr gut. So, aber das Ding sagt... Wir sind bereits bei 's sein, dass wir schon wieder, dass wir schon viel zu weit sind? Och nö, ne? Wir sind ja schon bei minus 760. Das heißt, diese 160, also der Wert hier, der wird aktuell schon wieder größer. Ja. Oh mein Gott, wir sind viel zu weit. Ist nicht dein Scheiß ernst. Halt. Nein, bleib hier. Krieg dich. Verdammt. Krieg dich. Ha. Ja, das ist ja, haha, ist ja, ist ja hier, ist ja, halalalalalala, krieg ich nicht damit aufgebaut? Überhaupt nicht. Oh, wir müssen also, oh nein, 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 oh, oh Gott, oh, oh Gott. Ja, hätten wir doch einfach darauf geachtet, dass unten links unsere Area vorbei ist, dann wären wir sicherer gewesen, als da nach den Stöckern zu gehen. Das ist ja... Puh. Fuck. Gut, dann gehen wir mal kurz nach Home. Ich brauche erstmal kurz wieder hin. Laden mal kurz unsere Werkzeuge auf und dann holen wir uns mal unseren Laser.
In Hoffnung, dass wir damit die Gleise besser abgebaut bekommen. Glück umsonst gearbeitet. Ich möchte sterben. Diese Schmach, diese Schande. Was ist so traumatisierend gerade? Habe ich mir extra ein super geniales System ausgedacht, dann buddel ich einfach bis ja, ich eh nicht mehr drauf achte. Soll ich so zum Kotzen? Gut, ja, wie gesagt, dann werden wir uns mal unseren Laser schnappen und gucken, ob wir damit die Dinger ein bisschen besser abgebaut bekommen. Wir müssen eigentlich einfach nur uns eins tiefer graben und dann geradeaus schießen. Dann müssen wir genau alle Gläser abgebaut bekommen. So die Theorie. Ach, das ist Kacke. Ey, scheiße. Ey. Ah, da vorne ist schon wieder unser Haus. Ja, sehr gut. Also die Fahrt geht doch echt gut. So, doch gar nicht so lang. Boah, ist das dumm. Boah, ist das dumm. Ist doch nicht wahr. So, das heißt, wir brauchen dich. So, ansonsten erstmal hier direkt. So. Aber bei einem Block nehme ich mal mit, damit wir. Obwohl brauchen wir. Nee, brauchen wir nicht. So, wie gesagt, hier drei Kisten. Die würde ich gerne in Benutzung nehmen. Das heißt, ich würde dann wahrscheinlich noch. Hier mit dem Rohr lang gehen. Das kommt jetzt hier natürlich genau hinter den Kisten raus. Oh. Geht aber heute auch alles schief hier. Oh, Scheißendreck. Scheißendreck. So. Ah, das müsste klappen. Genau. Oh. Fuck. Eine Anlage. Wie geht's dir? Oh, wieder 26. Geil. Ah, ist das cool. Schnieke. Sehr, sehr schnieke. Ja, ich habe gesagt noch keine Ahnung, was ich mit dem ganzen 0-0-Arzeug eigentlich mache. Das ist mir noch ein bisschen zu, ja, keine Ahnung. Wenn das alles nur Nuller ist. Der Drucken ist alles Nuller. Achso, ja klar. Ist ja bloß 3-5er, 0-0er und das 0 und das 0-7er ist ja alles raus und wird alles rausgenommen. Nevermind. So, das heißt, jetzt müsste ich eigentlich an der Stelle hier bloß so, so und so machen.
Und so. Und eigentlich bräuchte ich an der Stelle da hinten sogar bloß eine Sorting Tube. Oder haben wir noch zwei Richtungstubes? Ja, wir haben sogar noch welche. Aber egal, ich mach's mit der Sorting Tube. Da war auch noch 20.000 von. So. Oh, Alter. Ist doch nicht wahr. Diese Treppe ist gefährlich. Mordsgefährlich. Und zwar mache ich jetzt das Ding hier weg. Mach da eine Sorting Tube rein. Und sage Scheiße. Ja, was mir jetzt gerade einfällt, geht ja gar nicht, weil jetzt wird ja auch das Zeug, was. Also entweder was von oben kommt, geht alles nach schwarz. Dann wird aber auch das Zeug, was von der Pipe kommt, wieder nach schwarz gehen. Oder ich sage, es geht alles nach weiß. Dann würde aber auch alles, was von der Pipe kommt, nach weiß gehen. Das heißt, das Zeug von da würde das Haus nie verlassen. Und ich sage, er soll beides nach beides machen. Da kommt aber random alles in beide Richtungen. Also, anders gesagt, das, was von da kommt, wird wahrscheinlich nur nach weiß gehen. Aber das, was von dem Haus selber kommt, wird random in die andere Base gehen. Oder auch wieder zurück in das Haus, in diese drei Kisten. Mache ich das denn am dümmsten? Ich habe eine Idee. Was funktionieren müsste? Ich mache hier eine Tür rein, die nur nach unten geht, und mache hier eine Prio-Pipe. Idee dahinter, erkläre ich dann gleich. Haben wir eine. Sowas wie eine Prio-Pipe haben wir noch nicht, ne? Gut, ich brauche dich. Also ich brauche davon nur eine. Ich habe mit diesen Prio-Pipes überhaupt noch nicht gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob sie das machen, was ich möchte, dass sie es machen. Von daher, ja. Ja, genau, müssen ja die hier sein. Goldbarren. Was ich keine. Sehr geil. So. Jetzt sehen unsere Pipes mal ein bisschen bunter aus. So. Achso, Schraubendreher brauche ich auch noch. Du kommst nach da. Voilà, genau. So, und hier kommt jetzt die Hype. Priority Pipe rein. Jetzt müsste nämlich. Okay, sieht fast aus wie eine kaputte Pipe. Jetzt müsste nämlich Folgendes passieren: Alles, was von oben kommt, also alles, was aus dem Haus kommt, geht hier durch, wohl, richtige Richtung, und wird dann nach links abgezogen, weil die eine höhere Priorität hat. Alles, was aber von dort kommt, geht hier lang. Bei der Kreuzung kannst du nur nach oben oder nach geradeaus weitergehen. Nach oben kann es aber nicht, weil da eine Blockpipe ist. Also, ne, in falsche Richtung. Und damit kann es nur noch in die Richtung gehen. Das klingt doch so, wie als wenn es funktionieren müsste, oder? Kann ich das mal kurz ausprobieren? Nee, ne? Ich traue es mir einfach mal kurz. Oh.
Gut, die geht jetzt zur anderen Seite. Genau. Das heißt, das funktioniert schon mal, dass die Hälfte abgezwackt wird. So, und das geht jetzt. So, dort wird jetzt das andere Haus simuliert, ne? Es geht jetzt also zum anderen Haus. Und von dem anderen Haus kommt jetzt irgendwas zurück. Und das, was irgendwas zurückgeht, müsste jetzt. Haha. Und kommt doch was? Ich weiß, wir brauchen mehr Input. Habe ich irgendwas, was ich reinspeisen kann? Ah. Geh mal kurz her. Du müsstest ja der Richtige sein. Sink, sink. Genau. So, machen wir dich hier kurz. Und machen wir hier. Oh. Zwei müssten reichen. Bam, bam. So, müsste der ja, genau, müsste der richtig anfangen zu glühen. Ja, und Experiment Nummer 1, die Hälfte müsste genau da gehen, die andere Hälfte geht nach oben. Das funktioniert schon mal. Und hier müsste jetzt alles, was von oben kommt, müsste jetzt nach links gehen. Oh, ist das geil. Und alles, was von links kommt, müsste jetzt nach rechts geradeaus weitergehen. Gut, ist jetzt schwer zu erkennen, aber es sieht richtig aus. Es ist natürlich blöd, dass es jetzt genau taktgleich ist. Aber es sieht richtig aus. Das ist perfekt. Das ist genau so, wie es sein soll. Oh, ist das cool. Yep, das gefällt mir. So, das müsste jetzt eigentlich erstmal alles hier genau. Erstmal in die obere Kiste, wenn die voll ist, geht es in die nächste Kiste. Wenn die voll ist, geht es in die nächste Kiste. So wie wir es auch früher hatten. Ne? Wir hatten ja früher hier dieses Rohr, was hier hinten lang ging und dann hier runter ging, was dann auch in alle Kisten ranging. Das war es ja genauso. Genau die gleiche Systematik haben wir jetzt auch. Das ist doch geil. Zin, zin, zin. So. Easy. Gut. Das war doch eine erfolgreiche letzte Folge. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge müssen wir erstmal unseren Schaden reparieren. Das heißt, wie gesagt, bei dem Gleis die letzten 160 Blöcke oder was da sind, abbauen. Bis wir wieder bei minus 600 landen, irgendwie. Und wie gesagt, das am besten, also ich würde es am besten einfach so machen: ich baue hier irgendwo ein Gleis ab. Baue mich dann eins in den Boden rein. Ne, dann ist mein Kopf genau auf der Ebene, wie auch die Gleise sind. Und dann kann ich hier mit dem Laser wunderschön die ganzen Gleise einmal abfahren. In Hoffnung, dass das funktioniert. Na, und dann müssen wir dann irgendwie eine Mauer reinziehen bei minus 600. Dass dann der Tunnel ab da dann halt gesperrt ist. Und dann nach links stattdessen weitergeht. Ich meine, wir müssen es nicht gleich bei dem Abzweig sperren. Sondern wir können auch wieder ein bisschen später sperren. Sodass es aussieht, als wenn das ein alter Abzweig ist, der gesperrt wurde. Warum auch immer. So wie wir da hinten gemacht haben, als es da hoch und runter ging. Also da haben wir noch ein paar Optionen offen. Aber das hier finde ich erstmal sehr. Achso, ich weiß, was ich auf jeden Fall noch machen würde. Ist das hier wieder zumachen? Ja, das ist doch schon mal sehr praktisch. So, achso, ich muss das Ding aber erstmal wieder abschalten hier. Oder müsste ich eigentlich nicht, aber ich möchte es abschalten. Sonst werden die Kisten hier übernötig voll. Macht ja auch keinen Sinn. Hier ist es hier jetzt schon wieder voll. Ist da noch irgendwas in der Pipeline gerade? Nö, sieht nicht so aus. Okay. Ja, es ist doch. Draußen wird wieder Kinder geopfert. Das ist doch schon mal geil. Cool. Ja, wie gesagt, nächste Folge dann also. Von daher. Bis dann.